Jo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Drink. Heute mit dem Monster Rehab White Dragon Tea aus den USA. Neuer Energy Drink. Was heißt neu? Ist schon ein paar Monate auf dem Markt, aber hab ihn erst letztens bekommen. Und ja, zur Dose. Ihr seht ja schon, weißer. Also die Dose an sich ist komplett weiß. Das M auf der Dose ist schwarz mit lila Umrandungen. An der Seite hier Drachen. Und hier noch irgendwelche Schriftzeichen. Vielleicht gibt es ja ein paar Chinesen unter euch, die mir das mal übersetzen. Ja, hier oben White Dragon Tea. Tap on top, weiß-schwarz. Passt. Ja, Tee plus Drachenfrucht plus Energy, 458 Milliliter. Und die Nährwertangaben, also 4% Saft ist hier drin enthalten. Pro Dose haben wir 40 Kalorien, 8 Gramm Zucker und ein Koffeingehalt von 160 Milligramm pro Dose. Ja, was haben wir noch? Hier nochmal der Monsterspruch. Könnt ihr ja Pause drücken, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Und ja, hier noch die ganzen Logos und hergestellt wurde die Dose am Januar 2018. Ja, das war's eigentlich zur Dose. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, den Rest seht ihr ja selber. Und ich würde sagen, wir kommen mal zum Geruch. Das Glas habe ich auch schon da. Riecht wirklich nach Tee und Drachenfrucht. So wie es drauf steht. So, Farbe. Ja, ziemlich gelb. Sieht aus wie Apfelsaft. Ich würde sagen, ich werde einfach mal probieren. Prost. Ja. Also. Muss ich nochmal probieren. Das ist irgendwie. Wartet mal. Es schmeckt irgendwie ein bisschen komisch. Da ist ein bisschen Drachenfrucht mit drin. Aber irgendwie ist. Irgendwie schmeckt es mir im Abgang nicht so richtig. Schmeckt dann so, keine Ahnung, so komisch, wie Waschmittel riecht. So, ich weiß auch nicht, so ganz komisch irgendwie. Schwer zu beschreiben. Also nicht wirklich so mein Geschmack. Wenn man das der ersten paar Sekunden im Mund hat, dann geht das. Aber dann, wenn man es hinterschluckt, dann so dieser Nachgeschmack, da gefällt mir nicht. Da ist irgendwas komisch, irgendwas, was ich nicht mag. Aber sonst für sich ist es kein schlechter Rehab. Allerdings muss ich sagen, da tue ich definitiv andere bevorzugen. Weil zum Beispiel Peach Tea oder Green Tea oder Roadshow Tea, die finde ich alle besser als den White Dragon Tea. Ja, die Dose habe ich in Prag gekauft im Candy Store. Und ja, falls es noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare schreiben und bis zum nächsten Mal.